klar, wir bekommen eigentlich pausenlos Updates und sonst sowas dafür, aber auch nur noch sehr langsam, schleppend und nicht mehr so innovativ und cool wie früher, sodass ich sagen muss, macht keine Laune. Das ist echt so ein bisschen ätzend. Wo ich ja persönlich immer noch mal drauf hoffe, dass man das wieder überarbeitet. So, da schießt schon wieder einer mit Raketenwerfer. Irgendwie haben die davon zu viel, habe ich den Eindruck. Vor allem in geschlossenen Räumen mit Raketenwerfern ballern. Super geile Idee. Plasmakartusche, das ist gut. Den nehmen wir auch mit. Da ist nichts drin. Naja, das sind halt Pfeifen hier. Was haben wir da? Rakete, was ist der mit? Ach, ein Stealth Boy. Glühbirne. Warum sollte man Glühbirne nicht brauchen können? So. Technische Dokumente. Wie gesagt, die Bruderschaft, die wird uns den Popo küssen, wenn wir zurückkommen. So viel Zeugs, wie wir hier anschleppen. Wir werden die uns megamäßig abfeiern. Achso, das war der Weg. Okay, gut. So, und weiter geht's. Position zurückziehen. Der Runner nähert sich dem Aufzug. Scheiße, Munition ist gleich alle. Nehmen wir jetzt die hier, würde ich sagen. Er nähert sich dem Aufzug. Dann hat er ein Problem, Leute. Wenn der Runner jetzt schon so weit vordringen konnte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es das für euch war. Achso, halt. Schnellspeicher wie immer, aber ich sehe gerade, dass wir noch ein bisschen Lebensenergiedefizit haben. Hey! Fallert der hier mit Granaten durch die Gegend? Was für ein Assi. Verdammt, nichts gefunden. Ja, ich denke auch. Molotov-Cocktails und so. Alter Schwede. Die wollen es echt wissen, ne? Die können mich nicht leiden. Dabei bin ich so nett und freundlich. Ich würde ihnen ja sogar helfen. Also eigentlich tue ich das ja sogar indirekt, indem ich den Runner jage. Na gut, dass die jetzt ein bisschen schneller sind im Down gehen, als ich hinterherkomme, hier den Runner zu jagen. Das liegt nicht an mir. Würden sie sich etwas zurückhalten, wäre das sicherlich nicht so das Problem. Aber naja. Die Gunner haben halt eine große Klappe. Die Gunner werden gejagt vom Runner. Ach, so ein doofer Wortwitz, oder? Naja. Der Runner jagt das Mädchen. Alle sofort nach ganz oben. Das ist ein Befehl. Was für ein Mädchen? Das würde mich mal interessieren. Was für ein Mädchen meint er denn? Schon eigenartig, ne? Ich erinnere mich noch dran. Also ich weiß, dass mir das ein bisschen suspekt war, weil ich damit nämlich auch gar nichts... Halt, war da nicht irgendwas? Ne, da war nichts. Weil ich nämlich auch zu dem Zeitpunkt gar nichts mit anfangen konnte. Andere Seite dann. Ne, muss dann eigentlich hier sein. Sehr schön. Ach, sind ein paar Pfeilen aufgestellt. Der Runner ist doch schon längst vorbei, Mann. Noobs. Ach, so. Was zum? Ja, Mann. Sprengstoff. Sehr geil. Na, hier rechts? Nee, dann ist das hier links. Na, noch weiter hätte ich nach links weiter rüber gemusst. Ich muss sagen, ich finde es halt schade, ne, dass dann halt Spiele so verkommen. Und ich muss sagen, echt arg. Ist schon geil. Ist momentan auch auf Steam im Sale, wenn irgendeiner Interesse hat. Ich kann es nur empfehlen, dass ich Zeugs hab's auch für den PC. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wobei ich halt aktuell auf der Xbox ein bisschen präferiere, auch wenn es da nicht die aktuellste Version ist. Aber man holt ordentlich nach. Klar, am PC hast du jetzt die ganzen Mods und alles, die halt echt cool sind. Wodurch das Spiel nochmal einen ganz anderen Touch bekommt. Es gibt ja immer diese ganzen Community-Meetings, wo die Leute dann, wo Fragen beantwortet werden aus der Community, also relativ aktuell, und es ist halt einfach ein cooler Entwickler, muss man ganz klar sagen. Also praktisch so wie Mojang mal war, cool, am Anfang, bevor sie dann irgendwie
weiß nicht, zu kommerziell wurden. Kann man das denen vorwerfen? Nee, kann man nicht, aber was ich denen definitiv vorwerfen kann, ist, dass es ja zu wenig jetzt mit der Community. Also ich fühle mich zumindest nicht mehr irgendwie integriert in die Community. Weiß nicht, ob es anderen von früher auch so geht, weil irgendwie war es, man hat früher mehr erfahren darüber, ne? Jetzt ist alles eine Geheimniskrämerei und es gab regelmäßig Updates mit irgendwelchen Extras. Jetzt hast du alle Jubeljahre mal ein Update und was großartig Neues dazukommt, tut auch nicht. Also versteht mich nicht falsch, ich finde Minecraft immer noch ein sehr, sehr geiles Spiel, aber ich würde doch gerne ein bisschen mehr haben. Also das war ja eigentlich das, was man an Minecraft so mochte, dieses Spiel, was sich halt ständig weiterentwickelt, ne? Das ist, muss ich sagen, auch wenn es jetzt klar Updates gab und die einige neue Sachen gemacht haben, verloren gegangen, für mein Empfinden. Gut, vielleicht täuscht mich auch mein Empfinden, aber... Ach Mist, ey, ich will doch eigentlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Glaube ich auch nicht. Das wär's. Ah, sehr schön. Safe-Steuerung, da ist es mir eigentlich egal. So. Einmal speichern. Herrlich. Also. So halt. Sieht noch aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Wie, du bekamst die Inspektion? Du machst mir echt Angst, Mann. So, also ein bisschen niederbrennen. Dann ziehen wir uns hier zurück. Eine andere Waffe, eine mit Distanz. Gucken wir erstmal kurz hier nach. Nick kann sich ja drum kümmern. Ich mag den jetzt nicht aufmachen, den Kasten. So. Sehr gut. Ja, es ging nicht anders. Wir mussten leider drauf hauen. Manchmal muss man dann einfach mal dazwischen hauen, ne? Ja. Manch einer versteht nur die Antwort des groben Stüppchens. Ach. Du bist tot. Nein, eher nicht. Ich würde sagen, weil du dich hier eingesperrt hast, weil ich eine stärkere Pistole habe und mich das jetzt gerade nicht so wirklich tangiert hat, dass du auf mich geschossen hast, bist du eher tot. Kacke, du aussiehst, Mann. Dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Nee, gütlich einigen mit denen nicht. So, dann fahren wir hoch, würde ich sagen. Bisher lief es eigentlich ganz gut, ne? Ja, muss ich auch sagen. So. Speichern wieder mal. Das erknacke ich sicher nicht. Nee. Selbst damit nicht. Aber ich würde da schon gerne mal rein. Na, ja, sind so ein paar schöne Sachen. Ich glaube, hier war sonst nichts. So, Scheinwerfer ausmachen. Noch irgendwo einer? Hm, sieht nicht so aus. Gut. Oh, halt, hier war, glaube ich, was. Tada. Wir müssen alles mitnehmen. Ich kann ja nicht einfach hier dann vorbeigehen, ja, und das dann so... Nee, es geht nicht. So, gucken. Ah, 40 hier noch. Oh, sehr gut. Schön. Schön, sagt er da. Freut sich auch noch. Oh, Fusionskern, sehr schön. Medikamente. Noch irgendwas Interessantes.
irgendwas Grünes, aber das ist anscheinend irgendwie nur Stuff. Also irgendwelches Gedönszeugs, ja. Mhm. Hm. Lecker Bollo. Ja, das hilft so ein bisschen gegen jetzt ganze Kratzen im Hals und so. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte. Was hat er denn? Na toll, ey. Was denn, ey? Kein einziger Eintrag hier funktioniert. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, hier auch nichts. Sind eigentlich immer dieselben Schemen hier. Was die Passwörter zurücksetzt, wäre gut. Also die Versuche. Ich glaube, davon haben wir nichts mehr. Ne. Nein, naja, vor allem ist nur Einsteiger. Und dann so schwer.